Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über das Thema Fabrikplanung und die Frage, wie man die Fabrikplanung von der Logistik her denken kann. Wir beschäftigen uns damit, wie man in Deutschland wettbewerbsfähig bleibt oder vielleicht auch wieder wird, was die Fabrik damit zu tun hat, beziehungsweise was neue Fabriktypen damit auch zu tun haben können und wie man Fabriken neu von der Logistik her denken kann, wie sich dadurch die Fabrikplanung verändert und was für Technologien in der Logistik da auch eine Rolle spielen. Wir werden da uns konkret auch das Thema O-Zelle anhören, beziehungsweise darüber reden. O-Zelle war ja auch schon mal ein Thema in einem Podcast. Über all diese Themen rede ich mit Markus Schneider. Er ist Professor für Logistik, Material und Fertigungswirtschaft an der Hochschule Landshut und Mitgründer des Technologiezentrums Dingolfing. Er ist wissenschaftlicher Leiter des TZ Puls, eine Muster- und Lernfabrik, und geschäftsführender Gesellschafter der Pull-Beratung. Guten Tag, Herr Professor Schneider. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Guten Tag, Herr Herwig, und guten Tag an unsere Zuhörer. Wir wollen ja heute über die Fabrik reden und die Fabrik ein bisschen neu denken. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum sollte man sich überhaupt mit der Produktion beschäftigen? Und ein großes Themenfeld ist da die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Und als allererstes an Sie die Frage, würden Sie sagen, in Deutschland ist es schwer, wettbewerbsfähig zu produzieren? Sicherlich schwieriger als anderen Ortes. Sagen wir mal, die große Herausforderung, die wir in Deutschland einfach haben, ist, dass wir extrem hohe Kosten haben, extrem hohe Kostenfaktoren. Wir haben hier die höchste Steuerlast auf der ganzen Welt zu tragen. Da haben wir vor wenigen Jahren Belgien überholt. Wir haben, wie kürzlich eine Studie gezeigt hat, die höchsten Energiekosten auf der ganzen Welt zu tragen. Die Flächen sind bei uns natürlich relativ rar und teuer. Und wir haben natürlich sehr hohe Mitarbeiterkosten. Also jetzt nicht gerade das ideale Umfeld, um wettbewerbsfähig zu produzieren. Ist es dann überhaupt noch möglich, wettbewerbsfähig zu sein, wenn man so schlechte Rahmenbedingungen hat? Also wenn man das jetzt mal so bewerten möchte, egal ob es richtig oder falsch ist? Also sicherlich, aber ich denke, wir müssen es vielleicht so ein kleines Quäntchen schlauer und intelligenter machen als die anderen. Und genau damit beschäftigen wir uns ja am TZ Puls, wo wir uns auch die Mission gegeben haben, den Mittelstand dabei zu unterstützen, eben gerade unter unseren Rahmenbedingungen hier in Deutschland wettbewerbsfähig zu produzieren. Und die Corona-Krise hat uns ja auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir einfach noch Wertschöpfung im Land haben und da eher noch aufbauen müssen, als weiter zu reduzieren. Was sind aus Ihrer Sicht da wichtige Faktoren, um wettbewerbsfähig zu sein oder vielleicht auch wieder zu werden? Also im Endeffekt, erstmal muss ich immer ein bisschen fokussieren. Ich würde es jetzt mal in zwei Themen unterteilen. Einmal, wie robust wir produzieren können, also dass unsere Ketten nicht ausfallen, ist das eine. Und das andere ist die Kosteneffizienz, was wir also tun können, um trotz unserer schlechteren Standortfaktoren an vielen Stellen, manche sind natürlich auch wesentlich besser, aber trotzdem kosteneffizient zu sein in der Produktion. Zum Thema Effizienz, das ist ja was schon eigentlich gefühlt immer ja auch im Blick ist. Ist da so ein großes Potenzial überhaupt noch da oder ist das wirklich noch so ein Riesenthema? Definitiv. Also wir haben noch so viel Verbesserungspotenzial, die wir da umsetzen können. Das geht also von den einzelnen Arbeitsprozessen, die wir effizienter gestalten können, über die administrativen Prozesse, in denen extremes Potenzial drin steckt. Das geht aber auch bis unsere Produktion selbst hinein, wo wir sicherlich noch wesentlich mehr mit Automatisierung, vor allem auch aus meiner Sicht mit intelligenter Automatisierung, also an den richtigen Stellen machen können, wo wir also auch einfach die Materialversorgung wesentlich effizienter machen können und auf der anderen Seite mit Information eben unsere Verwaltungs- und Entscheidungsprozesse effizienter machen können. Die Frage ist jetzt ja, wo dreht man da an den Stellschrauben, um diese Effizienz zu heben? Eine Möglichkeit ist es jetzt ja im Operativen zu schauen, noch was zu optimieren, aber da sind ja in der Regel die Stellschrauben nicht mehr so groß. Welche Rolle spielt da aus Ihrer Sicht das Thema Fabrikplanung? Also Fabrikplanung ist ein ganz, ganz großer Hebel. Man sagt immer, 70-80% der Kosten sind eigentlich in ein Werk hineingeplant, hineinkonstruiert. Also einfaches Beispiel, wenn ich eine gewisse Entfernung habe zwischen zwei Produktionsstätten,
die ich verbinden muss, dann kann ich eigentlich nur noch darüber diskutieren, mache ich es mit einem Routenzug oder mache ich es mit einem Stapler oder automatisiere ich das. Wesentlich effizienter wäre eigentlich, in die Fabrikstruktur einzugreifen und diesen beiden Bereiche möglichst eng zusammenzuführen, also am besten sogar technisch zu integrieren, dann muss ich gar nicht mich mit dem Transport beschäftigen. Und deswegen ist also dieses Thema Werkstruktur so ein wichtiger Hebel. Und als ich an die Hochschule gekommen bin, war ich vorher ja als Logistikplaner tätig bei einem großen OEM. Und da war für mich eigentlich immer diese Herausforderung, dass Produktion, Logistik und Fabrikplanung getrennte Abteilungen waren, die also auch jetzt nicht unbedingt immer ein Ziel verfolgt haben. Und das war das Spannende dann an der Hochschule, dass ich Produktion und Logistik mache und mir dann auch sofort die Fabrikplanung, die zu der Zeit von niemandem gelehrt wurde, sozusagen zu mir geholt habe und damit natürlich mir quasi diesen Traum erfüllt habe. Jetzt habe ich die wichtigste Struktur in Händen, um Kosten nachhaltig zu senken. Ich kann Produktion und Logistik integriert planen und auch noch die Fabrikstruktur darauf ausrichten, dass das optimal zusammenpasst. Wenn Sie sich die bisherige Vorgehensweise in der Fabrikplanung anschauen, würden Sie sagen, da wird dann zu sehr auf die Werkstruktur geschaut und zu wenig der eigentliche Produktion- und Logistikprozess betrachtet? Also meine Wahrnehmung ist, und das ist ja auch das Spannende, wie Sie in der Vorstellung gesagt haben, dass ich auch in der Praxis unterwegs bin mit einer eigenen Firma. Also wir haben insgesamt schon über 50 Fabriken geplant. Also ich kann da, glaube ich, auch auf eine gewisse Praxiserfahrung zurückblicken. Dass wir da eigentlich feststellen, dass die meisten das so machen, dass die das komplett getrennt planen. Ne? Also zuerst mal wird bei den meisten ein Gebäude hingestellt oder das ist schon da. In diesem Gebäude sucht sich dann die Produktion einen Platz. Ne? Das sind meistens die da mächtiger sind, zuerst wählen dürfen. Und die Logistik darf dann quasi als Letzter im Bunde das miteinander verbinden, was da dann an Struktur geschaffen wurde. Und das kann natürlich aus Logistiksicht nicht optimal sein, wenn ich der Letzte in der Planungskette bin. Und so funktioniert bei vielen eigentlich in der Vergangenheit und bei vielen bis heute die Fabrikplanung. Was sehen Sie als problematisch an dieser Vorgehensweise? Ich meine, man kann ja sagen, Produktion ist wertschöpfend, die muss erstmal sich optimieren. Und sag mal, vom Layout her zu denken, ist wahrscheinlich auch gar nicht so falsch, oder? Völlig richtig. Zum einen, ich komme ja auch sehr stark aus dem Lean-Bereich und da ist tatsächlich die Produktion ja der Ort der höchsten Wertschöpfung. Das heißt, ich muss die Produktion optimal mit Material versorgen, auch sicherlich mit Information versorgen. Das heißt aber noch lange nicht im Umkehrschluss, dass in der Fabrikplanung die Ersten sind, die sich einen Platz aussuchen. Das kann ich also durchaus drehen. Das heißt, der nächste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben begonnen, vor ungefähr 10, 12 Jahren, dass wir Produktion und Logistik zunächst als ersten Schritt integriert betrachten und planen und dann als letzten Schritt das Gebäude außen herum bauen. Also wir haben zumindest schon mal erreicht in unserer Vorgehensmethodik, dass sich das Gebäude nach dem richtet, was wir an Produktion und Logistik Strukturen benötigen und dass wir Produktion und Logistik eben in einer sehr frühen Phase integriert planen können. Also da ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir früh genug beginnen. Also wir haben es immer wieder, dass uns die Firmen anrufen und sagen, ja, also die Bagger sind da, ne, die Halle wird gebaut, jetzt brauchen wir bloß nur den Plan, was wir reinstellen sollen. Das ist natürlich ein bisschen spät. Ideal wäre es, wenn wir vorher diese Strukturen planen könnten und das Gebäude darauf ausrichten, sodass es nachher ideal passt. Ich glaube, dieser Ansatz, Produktion und Logistik gemeinsam zu betrachten, das ist absolut Gold wert, weil am Ende funktioniert die Produktion nur mit der Logistik und die Logistik selber ist ja kein Selbstzweck. Das macht absolut Sinn. Was ich aber schon spannend finde, ist die Frage mit der Verknüpfung des Gebäudes, weil so ein Gebäude hat ja in der Regel einen ganz anderen Lebenszyklus. Also das heißt, wir reden ja da von vielen Jahrzehnten, die so ein Gebäude hält und eine Frage der Produktion, also eine Produktionslinie, wenn die 10 Jahre so läuft, unverändert, dann ist das schon sehr, sehr lang. Macht es da wirklich Sinn, zuerst sich die Prozesse anzuschauen oder macht das Gebäude eigentlich oder ist das Gebäude eigentlich separat zu betrachten? Also ja, völlig d'accord, dass das Gebäude einen wesentlich längeren Lebenszyklus hat, was natürlich aber auch bedeutet, ich muss meine Produktions- und Logistikanforderungen bis zum gewissen Grad in die Zukunft denken. Also was könnte sich denn verändern, damit mein Gebäude auch flexibel genug ist, um auf zukünftige Änderungen zu reagieren? Also das bedeutet natürlich auch, wir was auch immer wieder passiert, ne, wir machen jetzt nicht die Produktion und die Maschine ist 6 Meter breit und dann wird das Gebäude 7,50 Meter breit gemacht.
sondern wir müssen natürlich auch vorausdenken, was passiert denn, wenn hier noch erweitert wird, noch Produktion dazukommt. Wir denken sehr stark auch, sagen wir mal, einen Standort länger in die Zukunft. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Standort bis 2034 mal in die Zukunft projiziert. Wie könnte dann bei einem angenommenen Wachstum von 10% dieses Gelände, was zur Verfügung steht, Schritt für Schritt sinnvoll erweitert und genutzt werden? Und das ist eigentlich der Punkt. Dinge vorauszudenken, Erweiterbarkeit zu denken und damit eine gewisse Flexibilität sicherzustellen. Also im Umkehrschluss haben wir dann ein anderes Projekt gehabt. Da haben die in die einzige Erweiterungsfläche mitten rein so ein Transformationshäuschen gesetzt, das unglaublich teuer und schwierig ist zu versetzen, ne? In die einzige Fläche, die zur Verfügung steht. Und ich glaube, solche Dinge passieren nicht, wenn man zum gegebenen Zeitpunkt einfach sowas mal in die Zukunft projiziert. Auch solche Themen, ne? Ein Architekt setzt halt ein Tor dahin, wo es gut aussieht. Wir setzen das Tor halt dahin, wo es zum Materialfluss am besten passt. Also auch da kann man gewisse Strukturen schon beeinflussen. Die Frage ist natürlich, ob man gerade in eine Zeit, wo alles sehr schwer planbar und vorhersagbar ist mit Blick auf die Zukunft, wie gut das funktioniert, solche Zukunftsszenarien durchzuspielen. Also ich glaube, dass das Durchspielen auf jeden Fall helfen kann, entsprechend zu schauen, welche Varianten gibt es grundsätzlich und wie flexibel ist auch das Gebäude. Und ich glaube, das ist das, was am Ende auch das Entscheidende ist, was Sie damit sagen wollen, gar nicht ein realistisches Szenario zu finden, weil genauso wird es wahrscheinlich eh nicht kommen. Aber damit so zu validieren, ist ein Layout beziehungsweise ist ein Gebäude am Ende auch flexibel genug, um verschiedenste Varianten abbilden zu können. Ganz genau, ja. Wir wissen es alle nicht, was in der Zukunft kommt. Also Fabrikplanung insbesondere ist natürlich ein komplexes Umfeld, das mit sehr, sehr viel Unsicherheit behaftet ist. Aber ich fand es zum Beispiel, wenn wir bei dem Projekt bleiben von vorher bis 2034 bei 10% Wachstum. Wenn ich 15% Wachstum habe, dann reicht halt das Gelände nur bis 2030, aber der Plan bleibt erstmal der gleiche. Und wenn ich nur 5% Wachstum habe, dann reicht es eben ein paar Jahre länger. Aber auch hier, der Plan bleibt zunächst einmal der gleiche. Ich würde jetzt noch ein bisschen auch über die Fabrik erstmal grundsätzlich reden, weil die Frage, wie man eine Fabrik plant, hängt ja auch sehr stark davon ab, wie man eine Fabrik erstmal denkt und auch nachher konzeptioniert. Und ich habe von Ihnen gelernt, es gibt ja verschiedenste Fabriktypen. Vielleicht können Sie da die Zuhörer mal abholen. Was für Fabriktypen gibt's denn? Also grundlegend unterscheiden wir jetzt momentan in der Fabrikplanung 6 verschiedene Fabriktypen, die sich eigentlich hauptsächlich danach unterscheiden, wo wir Produktion machen, wo wir Logistik machen. Also Logistik natürlich meistens in einem Lager. Produktion, ob ich in die Fläche gehe, ob ich in Stockwerke gehe. Und da unterscheiden wir grundsätzlich, wie gesagt, diese 6 Typen, die alle sich entlang eben von Produktionsbereichen, Vorfertigung, Fertigung, Endmontage und Versand, also nach diesen Funktionseinheiten richtet. Können Sie da mal ein Beispiel machen, wie so ein Typ dann definiert ist? Im Endeffekt geht es eigentlich um diese Frage, fertige ich in Stockwerken, ja, nein, also wie mache ich den Materialfluss, mache ich oben die Vorfertigung, mache ich unten dann die Endmontage, verbinde ich das mit einem Lager, das über beide Ebenen geht. Das ist eigentlich, sagen wir mal, so das, wie wir grundlegend mal so einen Fabriktyp eben definieren. Und wie findet die Auswahl statt, zu sagen, welcher Fabriktyp ist jetzt geeignet für eine Neuplanung einer Fabrik? Das ist das Zusammenspiel zwischen dem Flächenbedarf, den ich habe, wie meine Produktion strukturiert ist, und natürlich dem Flächenangebot, was ich da vor Ort finde. Das mag, sagen wir mal, in einer eher ländlichen Gegend eher so sein, dass ich da in die Breite und Länge gehen kann mit dem Grundstück, weil einfach, sagen wir mal, der Quadratmeterpreis nicht so hoch ist, während ich dann in einem bebauten Gebiet in Stadtnähe wahrscheinlich eher in die Höhe gehen muss, weil einfach die Grundfläche extrem teuer ist. Jetzt versucht man ja mit so einer Typologie entsprechend möglichst alle Variationen abzubilden. Jetzt ist für mich die Frage, wenn wir jetzt versuchen, die Fabrikplanung oder auch die Fabrik neu zu denken, gibt es dann auch ganz neue Typen, die entstehen? Im Moment erstmal nicht, aber wir sind an einem Thema dran, nämlich in der Forschung beschäftigen wir uns tatsächlich mit einem ganz neuen, einem 7. Fabriktypen, den wir erdacht haben, eben unter dem Aspekt, was wir vorher gesagt haben, wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit ja von unseren Unternehmen hier weiter steigern, haben wir uns überlegt, was könnte denn da ein nächster Schritt sein, ne, für die Zukunft.
Und wir beschäftigen uns da sehr stark auch mit dem Thema des Flächenverbrauchs. Also, dass wir einfach aus meiner Sicht gerade in Stadtnähe zu viel Fläche verbrauchen, weil wir überwiegend in die Fläche bauen. Wenn wir jetzt einfach nur in Stockwerken denken, oben die Vorfertigung, unten die Endfertigung machen, dann ist es für mich logistisch, als Logistiker immer schwierig, das über Stockwerke zu verbinden. Da brauche ich eigentlich Aufzüge und Ähnliches, und die sind immer Engpässe, können kaputt gehen, sind also Faktoren, die das Ganze anfällig machen und wenig flexibel machen, weil ich muss ja auch, wie Sie vorher gesagt haben, da im Gebäude-Lebenszyklus alles um diese meistens Aufzugschächte herum bauen und ausrichten. Der Materialfluss muss ja immer da durch. So, und jetzt haben wir uns eigentlich einen komplett neuen Ansatz überlegt, den nennen wir Set Production, also das Set für die englisch ausgesprochene Z, dass wir eben nicht mehr nur in XY-Richtung denken, also in der Fläche, sondern dass wir auch nach oben denken, in der Z-Achse. Deswegen heißt der Ansatz eben auch Set Production. Und da aber nicht, wie bis heute üblich, in Untergliederung von Vormontage und so weiter und Endmontage denken, sondern dass wir in Layern denken. Also ich nenne das bewusst auch nicht Geschosse, so mit Betondecke zwischendrin jetzt mal vom Bild und Kopf her, sondern in Layern. Und dass wir in der Mitte einen Wertschöpfungslayer denken, wie vorher schon gesagt, na, die Produktion als Ort der höchsten Wertschöpfung. Und dann schieben wir die Logistik unten drunter, zum Beispiel für Großladungsträger, und die andere Logistik für die Kleinladungsträger, also das ist so unser generelles Unterscheidungsmerkmal in der Logistik, Kleinladungsträger, also auch KLTs genannt, und Großladungsträger, GLTs genannt, die einen schieben wir unten rein und versorgen die Produktion von unten, also in der Z-Achse, und die KLTs, die kommen dann von oben, und damit können wir natürlich massiv Fläche sparen, weil wir das quasi einfach untereinander schieben. Es sind aber nicht einfache Geschosse, mit Betondecken, weil da wäre man ja wieder zu unflexibel. Ne? Da so ein Loch in so eine Betondecke zu bekommen, ist es nicht ganz unaufwendig und wäre relativ unflexibel, sondern wir müssen natürlich auch die Böden und alles dann separat denken. Wir müssen die Vertikaltransporte separat denken, weil überall Heber und Aufzüge machen funktioniert auch nicht. Mhm. Aber das heißt, letztendlich ist das in einem Geschoss dann so eine Art Dreiteilung mit man könnte sagen, Zwischengeschossen. Also ich stelle mir da eine Fabrik vor mit extrem viel Stahlbau. Ist das dann richtig? Ja, wenn man sicherlich viel mit Stahlbau machen müssen, weil es natürlich eine gewisse Flexibilität zum Umbauen dann auch gibt. Man kann Bodenstrukturen neu denken müssen, wie ich relativ schnell, sag ich mal, Öffnungen an bestimmten Stellen nach oben hinbekomme und die aber auch wieder entsprechend verschließen kann, ohne dass das Gebäude auf den Lebenszyklus gedacht ist, natürlich zu einem Schweizer Käse wird sozusagen. Was ich auch spannend finde, ist ja so ein bisschen die Frage, passen die Flächenbedarfe dann auch auf diesen verschiedenen Layern zusammen? Also das eine ist es ja, ich habe jetzt kein Geschoss, was ich verbrauche dafür, aber ich habe ja trotzdem Fläche im eigentlichen Sinn. Und gibt es da Berechnungen, wo Sie sagen, okay, ja, das passt, dass unten die Ebene, die ich dann für meine GLTs habe oder oben für meine KLTs, dass das in einem sinnvollen Verhältnis steht zu der Fläche, die ich dann insgesamt für meine Fabrik oder für meine Produktion brauche? Das hat jetzt wieder natürlich massiven Einfluss auf die Fabrikplanung und die Methodik der Fabrikplanung. Na, da werden wir jetzt sicherlich uns mit ein paar neuen Herausforderungen beschäftigen müssen. Darum ist das eben auch in der Forschung ein spannender Ansatz für die nächsten Jahre. Und das wird man vermutlich für den Einzelfall dann berechnen müssen, aber wir haben natürlich immer Größen, mit denen wir da spielen können. Wir können ja doch in bestimmten Bereichen in der Lagerung dann doch wieder in die Höhe gehen und gerade auch nach oben bei den KLTs, man hat da Spielbereiche, das aufeinander auszurichten. Im Moment tasten wir uns da von hinten, also vom Prozessende, also wir nennen das Line-Back-Planung, tasten wir uns ran. Und das ist die von Ihnen eingangs erwähnte O-Zelle. Die haben wir tatsächlich schon durchsimuliert. Die haben wir tatsächlich schon als Prototyp gebaut. Und da können wir schon sehr genau sagen, wie das mit diesen Flächenverhältnissen aussehen wird. Für den Rest sind wir gerade dran, eine Simulation aufzubauen und einen Prototyp aufzubauen. Und dann werden wir Ihnen vermutlich in einem Jahr, in eineinhalb Jahren auch zu dieser Frage eine genauere Antwort geben können. Mhm. Super, also das Thema der Technologie ist da, glaube ich, schon auch spannend, weil, wie Sie gesagt haben, so mit
herkömmliche Mittel in der Planung, aber auch technologisch ist das, glaube ich, nicht so eins zu eins umsetzbar. Also es gibt zwar schon Fabriken, die kommen, glaube ich, schon nah an das, was sie sich da vorstellen, aber ob die immer so perfekt funktionieren, ist dann eine andere Frage. Also an welche Fabrik ich da sofort denken musste, ist die Tesla Model 3 Fabrik in Fremont. Die hatte ja auch die komplette Endmontage, also die im eigentlichen Gebäude, nicht die im Zelt. Die ist auch komplett aufgestandert in Stahlbau und ja, auf der einen Seite ist die Vision von Elon Musk nicht aufgegangen, das so hoch zu automatisieren, weder in der Logistik noch in der Produktion. Da ist man einige Schritte wieder rückwärts gegangen und der Aufwand zu betreiben, so eine komplette automobile Endmontage aufzuständern, das ist schon wirklich enorm. Also ich glaube, dass das Konzept am Ende sich nicht als erfolgreich erwiesen hat. Zumindest sehen die neuen Tesla-Fabriken alle anders aus. Von daher interessante Frage, was jetzt da technologisch vielleicht anders laufen muss, damit das Ganze gelingt. Und das Thema O-Zelle wäre da auf jeden Fall interessant. Aber vielleicht erstmal noch ein Kommentar zu der Tesla-Fabrik. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Ich war schon live vor Ort, kenne sie recht gut. Geht das schon so ein bisschen in die Richtung, was Sie sich da vorstellen? Also ich war jetzt leider noch nicht vor Ort. Wäre sicherlich dann ein spannender Besuch. Aber natürlich gibt es bei mehreren diese Ansätze in die Richtung. So konsequent durchdacht, aber aus meiner Sicht noch nicht. Also zum einen ist es jetzt mal nicht nur ein neuer Fabriktyp, sondern eigentlich sogar fast ein neues Produktionsparadigma, das ja auch sehr viele Denkweisen außen herum beeinflussen wird. Wo wir uns definitiv von dem Ansatz von Herrn Musk unterscheiden, ist, dass wir nicht so sehr auf das Thema Montageautomatisierung fokussieren. Da gehen wir davon aus, dass wir weiterhin die Flexibilität des Menschen nutzen, dass wir aber versuchen, den logistischen Prozess stärker zu automatisieren, weil der ist einmal aus Lean-Sicht natürlich sowieso nicht wertschöpfend und zum anderen aber auch aus meiner Sicht einfacher zu handeln, weil wir ja nur die Behälter anfassen und nicht die Teile. Damit ist ein Behälter ist wesentlich standardisierter. Also wenn wir ein Beispiel aus unserer Musterfabrik machen, wir müssen nicht 20 Bauteile handeln mit komplett unterschiedlichen Formen und Geometrien. Wir müssen zwei verschiedene Behälter handeln, die standardisiert sind. Und jetzt muss man sich natürlich genau anschauen, was eigentlich der Tesla da versucht hat zu automatisieren in der Logistik und wie er da rangegangen ist. Aus meiner Sicht machen nämlich viele, kann ich jetzt konkret für den Fall nicht beantworten, aber viele machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie für Menschen geschaffene Systeme versuchen, eins zu eins zu automatisieren. Und das haut aus meiner Sicht häufig nicht hin oder nur mit riesigem Aufwand und großem eben Störpotenzial, wie Sie selber ja wahrscheinlich dann auch gesehen haben. Gibt mehrere Ansätze momentan auf dem Markt, die auch ziemlich gehypt werden. Aber am Ende des Tages machen die eins zu eins das Gleiche wie vorher. Ne? Vorher habe ich ein Regal. Ein Mensch erkennt, in welchem Regal das steht, identifiziert den richtigen Schacht, nimmt das Teil, den Behälter raus, legt den auf ein Fahrzeug, wie auch immer, Rückzug, was auch immer, fährt die Strecke, erkennt wieder, in welchen Schacht es rein muss und schiebt es in den Schacht, den Behälter. So, und das wird eins zu eins automatisiert, ist aber extrem anfällig. Also allein bei unserer U-Zelle, die wir haben, sind es 56 Schnittstellen, die ich erkennen, identifizieren, richtig zuordnen muss. Dann muss der automatisierte Komponente jedes Mal genau das suchen und dann da reinschieben. Für einen Mensch ist das kein Problem. Der fährt dahin, erkennt das, zack, bumm, erledigt. Für die Automatisierungskomponente ist das ein riesengroßes Problem. Jetzt lasst noch einer einen Behälter am Boden stehen, dann bleibt das Ding stehen und weiß nicht, was es tun soll. Für mich das Geheimnis dahinter ist, einen Prozess, den ich automatisieren möchte, komplett neu zu denken. Nämlich aus Sicht, was ist die Stärke der Automatisierungskomponente und was ist der Schwachpunkt? Und das Zweite ist, wir müssen meiner Meinung nach automatisierte und nicht automatisierte Prozesse konsequent trennen. Weil eine automatisierte Komponente kann nichts damit anfangen, wenn einer über den Weg läuft oder was stehen lässt oder der Routenzug irgendwo anhält. Die weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und das ist eines der Tricks dieser Set-Production. Auf der unteren und oberen Ebene ist keine Person unterwegs. Die ganze Ebene ist vollautomatisiert. Mhm. Das ist ein zentraler Trick hinter der Denkweise und deswegen auch das siebte Fabriktyp, weil das in dieser Form in keinem der anderen sechs Fabriktypen angedacht ist. Und das halte ich für einen erfolgsversprechenden Punkt. Ich gebe Ihnen recht, das ist Forschung. Wir werden in 2 oder 3 Jahren wissen, ob das tatsächlich funktioniert.
Aber das unterscheidet meiner Meinung nach unseren Ansatz von den Ansätzen, die heute meistens vorzufinden sind. Das finde ich super, weil also das macht es noch ein bisschen transparenter, was da wirklich die Vorteile sind, eben zu sagen, ja, in der eigentlichen Montage wird noch viel manuell sein, das ganz bewusst zu trennen von dem, was in der Logistik schon hochautomatisierbar ist und dort dann eben halt auch die Vorteile der Automatisierung zu nutzen und nicht irgendwie so zu versuchen, die vorher manuellen Prozesse irgendwie zu automatisieren, sondern die wirklich von der Automatisierung her zu denken. Also das finde ich schon mal erstmal sehr schlüssig. Ich fände es spannend, das jetzt nochmal ein bisschen zu konkretisieren am Beispiel der O-Zelle, weil ich glaube, da wird es auch für die Zuhörer greifbar. In der Podcast-Episode 20 hatte ich mit dem Christian Schulz von Neolog schon über das Prinzip der O-Zelle geredet. Deswegen versuche ich es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen und Sie dürfen dann korrigieren, ob ich das richtig gemacht habe. Also ich habe das Prinzip so verstanden, dass im Prinzip die frühere U-Zelle, also wo im U montiert wurde, der Mitarbeiter war innen, die Bereitstellung war außen. Die Bereitstellung wurde dann klassisch in KLTs gemacht, in Regalen entsprechend und ja, manuell nachgefüllt. Dieses Prinzip umzudrehen, einen Kreis zu bilden, deswegen auch die O-Zelle. Der Mitarbeiter montiert von außen, die Bereitstellung ist von innen. Und jetzt der Clou, die Bereitstellung findet eben über einen standardisierten Ladungsträgertyp oder vielleicht zwei statt und findet komplett automatisiert statt durch einen Roboter, also einen Industrieroboter, der von innen dann diese Ladungsträger nachfüllt, mit einem sogar integrierten Nachschublager, wenn man so möchte, wahrscheinlich dann eher unter den oder über den Arbeitsplätzen und eben vollautomatisiert angebunden, dann entsprechend an eine Materialversorgung. Ja, also so habe ich das Prinzip verstanden. Und das Schöne ist eben, ich kann jetzt, so wie bisher in der U-Zelle auch, den Mitarbeiter Arbeitsplatz ideal gestalten, dass diese manuellen Tätigkeiten möglichst verschwendungsarm stattfinden, kann aber gleichzeitig dann die gesamte Logistik eben automatisieren, so wie Sie das ja auch beschrieben haben. Ganz ist das genau. Richtig wiedergegeben oder noch was Wichtiges zu ergänzen? Vielleicht das Warum dahinter, aber kommen wir gleich dazu. Ja, genau. Also super. Sie dürfen gerne das Warum jetzt auch gleich nachschieben. Und was mich dann noch interessieren würde, ist die Frage, wo sehen wir jetzt schon vielleicht auch diese Trennung dieses Set-Fabriktyps? Mhm. Also im Prinzip haben wir diesen Set-Ansatz, also eben in der Z-Achse zu denken, schon auf diese kleinere Einheit, nämlich der Endmontage aus unserer Sicht bezogen. Wenn Sie die O-Zelle anschauen, haben wir ja eigentlich die Arbeitsplatzebene, so auf, sagen wir mal, 90 bis 1,60 Meter, wie Sie es beschrieben haben. Aber das alles, was unten drunter ist, ist eigentlich ergonomisch gesehen eine Totfläche, weil wir wollen ja nicht, dass unser Werker sich bückt. Und alles über 1,60 ist eigentlich für ihn nicht erreichbar. Er soll ja eigentlich nicht, oder Sie natürlich, soll natürlich nicht über der Herzebene arbeiten. So, das heißt, aus Sicht jetzt von uns Fabrikplanern ist das nicht genutzte Fläche in der Z-Achse. Und jetzt bei der O-Zelle haben wir gesagt, naja, wenn da ein Roboter in der Mitte steht, dem ist ja völlig egal, ob er sich streckt oder bückt. Also lassen wir diese Zonen doch dem Roboter und lassen die den nutzen für bis zu einem gewissen Grad jetzt Wertschöpfung. Muss man jetzt natürlich aus logistischer Sicht oder aus Lean-Sicht genau trennen. Aber er kann hier zum Beispiel zwischenpuffern. Damit haben wir schon dieses Set-Prinzip auf den Arbeitsplatz übertragen, indem wir den Supermarkt, der vorher irgendwo daneben in der XY-Ausdehnung stand, unten reingeschoben haben. Also das Gleiche, was wir gerade fürs ganze Gebäude beschrieben haben, machen wir so für die O-Zelle auch schon. Und damit haben wir eine Flächeneinsparung in unseren bisherigen Simulationen von ziemlich genau 50%. Okay, sogar in dem Größenstil. Weil ich hätte jetzt gedacht, der Roboter braucht ja auch einiges an Platz. Da ist der Mensch effizienter, sage ich mal, um Ladungsträger irgendwo reinzutun. Aber es ist nicht so, dass der Platzbedarf für den Roboter, der wird ausgeglichen durch die insgesamt kompaktere Bauform und die Nutzung in der Z-Koordinate quasi. Ganz im Gegenteil, wenn Sie sich überlegen, dass ich ja da mit einem Routenzug außen herumfahren muss, dann habe ich ja die Breite des Routenzuges, ich brauche einen gewissen Abstand zu dem Regal, wo ich etwas einfüllen möchte, damit der Mensch sich bewegen kann, da brauche ich sogar wesentlich mehr Fläche. Und die Supermarktfläche kommt auch noch dazu. Wenn Sie das Gleiche noch mit Staplern machen, brauchen Sie noch mehr Fläche, weil der ja da wenden muss vorne dran. Also da sparen wir schon mal ein. Ne? Das ist unglaublich. Wir brauchen in unseren Fabriken 25 bis 45% der Fläche nur für Fahrwege, dass wir mit unseren
Fluorförderzeugen außen herumfahren können. Und das können wir mit diesem Ansatz praktisch auf null reduzieren, zumindest mal auf dieser Wertschöpfungsebene. Der Mitarbeiter muss auch noch irgendwie zu seinem Arbeitsplatz kommen, ne? Aber, aber der braucht keine 4 Meter breiten Fahrwege, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Das ist richtig, ja. Genau. Und da also haben wir schon enormes Einsparpotenzial. Also das heißt, wir haben diesen Set-Denkansatz jetzt schon auf die O-Zelle übertragen. Und die O-Zelle war genau dieser Ansatz, nicht eins zu eins zu automatisieren, was für Menschen gedacht ist. Die U-Zelle ist die perfekte Lösung für den Menschen. Wie gesagt, mit 56 Schnittstellen nach außen, für den Mensch überhaupt kein Thema. Behälter steht auf dem Boden, überhaupt kein Thema, Mensch läuft außen herum. Für die Automatisierungskomponente, die das übernehmen soll, extrem schwierig. Sehr anfällig, sehr fehleranfällig bei jeder Störung. Und was für mich natürlich eine Katastrophe ist, ist der Ansatz, den viele fahren. Sie automatisieren nur das Fahren, aber nicht das Be- und Entladen. Na, dann bleibt salopp gesprochen, dann das Ding stehen und piepst. Und dann muss mein Werker von seinem Arbeitsplatz weg und abladen. Das ist natürlich eine krasse Verletzung des Krankenschwester-Chirurgen-Prinzips und wir unterbrechen den Werker bei der Wertschöpfung. Und das geht aus Lean-Sicht überhaupt gar nicht. Die Kunst ist das Be- und Entladen. Die Kunst ist der letzte Meter, wie ich das immer nenne, vom Flurförderzeug, das das Ganze bringt, also unserem AGV zum Beispiel, an den Arbeitsplatz. Und genau das löst die O-Zelle. Die ist also das perfekte Endstück für unsere Set-Production, wie vorher beschrieben, weil ich dann nämlich auf der unteren Ebene anliefern kann, kann das über verschiedene Technologien nach oben bringen und der Roboter handelt dann den Behälter bis an den Arbeitsplatz. Das Ganze ist wenn wir das jetzt nochmal weiter uns anschauen, von der Logistikseite, was jetzt die passende Technologie dann wäre, statt jetzt einem Routenzug, klassisch wäre das der Routenzug, der anliefert, der Mensch entlädt manuell, wie würde jetzt die Anlieferung an die O-Zelle aussehen? Wir können von oben oder unten an die O-Zelle ran und können das also von oben, haben wir ein deckengestütztes Schwarmrobotersystem bei uns im Einsatz. Da liefern wir von oben dann auf eine Höhe von ungefähr 2,20 Meter runter und ab da übernimmt dann unser Roboter auf 2,20 Meter Höhe in etwa und nimmt den Behälter nach unten und lagert ihn dann unter den Arbeitsplätzen und stellt ihn später dann bereit. Wenn wir von unten kommen, können wir auch verschiedene Lösungen denken, wie das von unten angeliefert werden kann. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Aufbau mit einem Kommissionierroboter, der unten von unten kommissioniert und es dann an unseren Roboter auf der Wertschöpfungsebene übergibt. Also das sind verschiedene technische Lösungen denkbar und in der Entwicklung. Okay. Wenn Sie sagen, Schwarmrobotersystem ist ein Shuttle-System wahrscheinlich, oder? Von der technischen Ausprägung her? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ein deckengestütztes System, das mit einzelnen AGVs eigentlich transportieren kann, die dann aber zusammenarbeiten. Okay. Gibt es noch weitere Technologien, die notwendig sind, um sowas dann auch in Zukunft wirklich realisieren zu können? Also was ist da noch wichtig an Logistiktechnologie? Oder vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Ideen auf der Produktionsseite, ähnlich wie die O-Zelle. Also da ist natürlich vieles in der Forschung. Wie gesagt, wir haben uns Lineback an das Thema herangetastet. Da sind wir so weit, dass diese Technologien im Patentprozess sind. Vielleicht da auch der Satz, wir haben es quasi erfunden und Neolog hat es lizenziert und hilft uns, das Ganze zu bauen, die Prototypen zu bauen und dann in den Markt zu bringen. Das ist natürlich eine gewisse Kunst oder Hürde immer für uns, dieser Übergang von der Forschung in dann den Praxisbereich. Wo wir jetzt gerade an der Stelle sind, gemeinsam mit dem Partner Neolog. Und da sind natürlich jetzt noch eine Reihe von Problemen zu lösen, im vertikalen Transport, in der Organisation eines vollautomatisierten Lagers in der unteren Fläche, wie man das Ganze plant, wie man das Ganze steuert. Da gibt es noch viel zu tun und noch viele Dinge zu untersuchen. Drum gehen wir ja auch noch von einigen Jahren aus in der Forschung, bis wir dann zumindest sehr fundiert sagen können, der Ansatz wird funktionieren und dann steht natürlich der Praxisbeweis aus durch ein echtes System. Wann denken Sie, wäre so der früheste Zeitpunkt, wann man so eine Fabrik dann auch in groß quasi erleben könnte? Wie viele Jahre reden wir da? Mein Ziel wäre 2028 oder sowas. Das wäre so ein Zeitpunkt, wo ich mir wünschen würde, dass wir vielleicht ein echtes System hätten, ja. Okay, super. Ja, das ist ja gar nicht mehr so lange für Fabrikplanungsverhältnisse.
Ja, also ich hoffe, dass wir das auch so modular hinbekommen, dass man das in Bestandssystemen nachrüsten kann. Das wäre natürlich dann wirklich der Clou. Und ja, ich hoffe, dass wir 2028 uns als erstes anschauen können. Ich würde jetzt nochmal Richtung Abschluss so ein bisschen über das Thema Fabrikplanung reden. Also wenn wir jetzt so einen Fabriktyp haben, Sie haben jetzt schon das Thema Modularität angesprochen, wie verändert sich dann auch die Vorgehensweise in der Fabrikplanung? Also ich habe vorher schon die zwei Vorgehensweisen beschrieben. Einmal klassisch, wir fangen beim Gebäude an, Produktion sucht sich einen Platz, Logistik darf das Ganze verbinden. Jetzt haben wir ja schon den zweiten Schritt erreicht, zumindest mal in vielen Projekten, dass wir das Produktion und Logistik integriert betrachten und dann das Gebäude außenherum betrachten. Jetzt könnten wir noch einen Schritt weiter gehen und könnten sagen, lass uns den gesamten Fabrikplanungsprozess doch mal bei der Logistik beginnen. Also Idee ist, eine Fabrik hat die Aufgabe, ein Angebot an Transport, an Materialversorgung, an die Produktion zu machen. Also lass uns doch bei der Logistik beginnen, also so ein Verständnis vielleicht Logistics as a Service. Und dann bauen wir das Gebäude so perfekt zur Logistik. Und der letzte Schritt ist, dass die Produktion sich den richtigen Bereich an, sage ich mal, Servicequalität im Gebäude aussucht. Also das Ganze nochmal einmal gedreht vom gedanklichen Ansatz her. Natürlich müssen wir dann auch verschiedene Bereiche anbieten. Also nennen wir mit Set-Production wahrscheinlich den vollautomatisierten High-End-Bereich, ne, für große Stückzahlen, möglichst kostengünstig versorgt. Einen mittleren Bereich, klassischer Routenzug, auch schon sehr effizient, aber mit den Personen dahinter einfach nochmal ein Stück flexibler. Und dann einen hochflexiblen manuellen Bereich für Kleinstserien, für Prototypen. Und die Produktion sagt dann, okay, wo bin ich, in welcher Reifephase bin ich mit meinem Produkt, in welchem Stückzahlenbereich bin ich unterwegs. Und dann wählt die Produktion, sage ich mal, dieses Logistik-Service-Angebot aus und platziert sich dann in dem jeweiligen Bereich. Also das wäre jetzt mal ein Denkansatz, wie wir die Fabrikplanung noch auf eine dritte Ebene heben könnten. Und von der Seite denken wir das gerade dann das Ganze an, aber auch das ist natürlich noch eine Forschungsidee, also als Hypothese formuliert, das Ganze doch mal so rumzusehen. Ich find den Gedanken interessant zu sagen, es gibt verschiedenste Servicebereiche, ja? Also die Logistik ist ja definitiv ein Service und die Frage ist ja schon auch, welche Ausprägung hat sie und die verschiedenen Arten, die gibt es ja schon auch heute. Mhm. Was ich aber auch sehe, ist doch, dass meistens eine komplette Fabrik eigentlich eher ein Typ hat, ja, also so eine Automobilfabrik, ja, ganz klassisch eben mit diesen Routenzügen oder jetzt immer mehr HEVs. Dann gibt's mehr in Richtung Maschinenbau, wo man halt eben die ganz kleinen Stückzahlen hat, eine hohe Flexibilität oder dann die hochautomatisierte Produktion, die es ja auch schon gibt. Inwiefern macht es wirklich Sinn, das in einem Fabriktyp so zu vereinen, diese verschiedensten Logistikformen? Ich würde es umgekehrt formulieren, was haben wir heute für einen Effekt, wenn wir es nicht trennen in diese Bereiche, in der Hochleistungslogistik, mittlere und sagen wir mal flexibelste manuelle Logistik. Heute denken wir von der Produktion aus, ne? Und die Produktion hat dann die Anforderung, was für die Logistik dazu führt, dass die eigentlich auf derselben Struktur verschiedenste Bereiche mischen müssen. Und damit führt es aus meiner Sicht automatisch zu dem Thema, dass wir automatisierte Komponenten mit manuellen Prozessen mischen. Das bedeutet, die automatisierten Komponenten können nie ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten, also zum Beispiel volle Geschwindigkeit fahren, weil die immer auf irgendeinen Menschen aufpassen müssen, der den Weg ja gerade kreuzen könnte. Damit können die automatisierten Komponenten eigentlich nicht voll die Leistungsfähigkeit entwickeln und fahren. Und die menschlichen Prozesse eigentlich auch nicht, weil sie dann gezwungenermaßen relativ lange Wege zurücklegen müssen. Ja, weil ich muss ja jeden Punkt der Produktion eigentlich, sage ich mal, mit jeder Ausprägungsart der Logistik versorgen können. Und wenn wir das jetzt andersrum denken und ein bisschen sortieren, die Produktion bleibt weiterhin der Ort der höchsten Wertschöpfung, der eigentlich optimal versorgt werden soll. Nur wir nehmen denen sozusagen die freie Platzwahl. Wir denken das aus der Logistik und sagen, du, hier in dem Bereich kann ich dir Hochleistungslogistik zum günstigsten Preis anbieten. Wenn du das benötigst, setz doch die Produktion dahin. Hm. Also das mal so rum gedacht, ob da wirklich dann effektiv
bessere, kostengünstigere Prozesse herauskommen, ist im Moment, wie gesagt, die Hypothese, was natürlich einer ganzen Reihe von Untersuchungen benötigt, um diese Hypothese auch zu erhärten. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass diese Zuspitzung auf diese verschiedenen auch Logistikarten, dass die absolut sinnvoll ist, also diesen hohen Automatisierungsgrad dann auch durchzuziehen, um die Störungen nicht durch das Manuelle zu haben, das sehe ich durchaus als Potenzial. Gleichzeitig frage ich mich schon, wie oft kommt diese Mischung auch vor? Also wie oft haben produzierende Unternehmen dann wirklich in einem Werk diese ganz unterschiedlichen Anforderungen, sodass nachher auch diese Vielfalt gebraucht wird oder auch sinnvoll ist? Das ist so eine Frage, die ich da habe. Und die andere Frage ist natürlich auch, ich muss ja dann auch gewisse Kapazitäten auch hier planen und ich werde eine gewisse Flexibilität auch brauchen, entsprechend entweder mehr automatisierte Logistik oder mehr flexible Logistik zu haben. Also das in klare Bereiche abzutrennen in einer Fabrik, das wird aus meiner Sicht so nicht funktionieren, weil diese Bedarfsplanung gar nicht so möglich ist, auch von der Produktionsseite her. Gut, wir machen so eine Bedarfsplanung heute ja teilweise auch, indem wir das dann in verschiedene Werke schieben. Weil ich zum Beispiel sage, ich habe Produkte mit einem hohen manuellen Anteil, dann schiebe ich die in irgendwelche Low-Cost-Countries. Also durchaus solche Themen machen wir ja, aber meistens anhand jetzt von Arbeitsstundenkosten sozusagen. Dann müssen wir es eben halt in Zukunft anhand eines anderen Kriteriums machen, aber wir kennen sowas, dass man solche Bedarfsplanungen macht. Und dass natürlich das alles einer gewissen Kapazitätsplanung bedarf, wie heute auch in jedem anderen Werk, auch da wird sich nichts ändern, nur, sagen wir mal, anhand anderer Parameter mit anderen Betrachtungsgegenständen. Zurück zu dem ersten Teil. Ich glaube schon, dass die Werke, die ich so sehe, genau diese Vermischung haben, nämlich allein zum Beispiel auf Basis des Produktlebenszyklus. Wir haben halt Produkte, die anlaufen, die noch in einem kleinen Stückzahlbereich versorgt werden müssen, die dann wachsen, aber die bleiben am selben Ort. Nur die Logistik muss sich anpassen und die immer höhere Durchsatzleistung irgendwie an diesen Ort zu bringen. Und wir sagen dann, ja gut, wenn ihr ein bestimmtes Wachstum erreicht, dann müsst ihr halt umziehen in dem Bereich, wo wir da die Versorgungsleistung bieten können. Also wir drehen einfach nur, sagen wir mal, den Planungsparameter ein bisschen um. Und ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass wir Produkte dann trennen in einfache und komplexe Produkte. Komplexe Produkte machen wir von mir aus eben in unserem Bereich mit einem höheren manuellen Anteil. Und die einfachen, die auch im Normalfall jetzt von der Annahme her einfacher zu automatisieren sind, legen wir in den High-End-Bereich. Würde uns nämlich eine Möglichkeit geben, dass wir in Deutschland einfache Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen produzieren können. Ich glaube nämlich, dass wir uns hier systematisch aus dem Markt kalkulieren über unsere Kostenrechnungssysteme. Weil wir eigentlich da Experten drin sind, einfache Produkte mit komplexen Produkten zu vermischen und dann eigentlich die komplexen Produkte zu billig zu rechnen und die einfachen zu teuer. Und wenn wir da schön trennen und bei einem anderen mit einem hochautomatisierten Logistikbereich kostenmäßig da dagegen halten, bin ich auch der Meinung, dass wir einfache Produkte bei uns zu absolut wettbewerbsfähigen Preisen herstellen können. Also auch ein spannender Ansatz, ne, an der Stelle. Da schließt sich definitiv der Kreis wieder zum Thema Wettbewerbsfähigkeit und das macht auch absolut Sinn. Die Frage für mich ist da eher, gibt es dann komplette Fabriken, die eben einen so einen Typus haben, eben hocheffizient automatisiert, Standardprodukte in hoher Stückzahl oder halt diese hochflexiblen? Also das kann ich mir durchaus besser vorstellen. Und ja, die Frage ist natürlich auch, wie flexibel schaffe ich das, diese Automatisierung in der Logistik umzusetzen? Also wenn ich so ein hochautomatisiertes Logistiksystem einfach umkonfigurieren, umbauen kann, entsprechend auch zu einem wieder flexibleren, manuelleren System und da eine gewisse Wandlungsfähigkeit auch in so einem gemischten Fabriktypus habe, damit steht und fällt sicherlich das Ganze, dass es dann doch auch wieder möglich ist. Also das sehe ich so spontan als Knackpunkt. Aber ich finde es ein sehr interessantes Gedankenkonstrukt, mal zu überlegen, warum nicht auch von der Logistik her denken, weil in der Tat ist die Herausforderung eher das erstgenannte Stand heute, dass die Logistik erst zum Ende planen darf und gar nicht irgendwie schon in die ersten Planungsschritte mit eingebunden wird. Von dem her
vielleicht mal eine gute Inspiration, vielleicht mal beim nächsten Fabrikplanungsprojekt zu sagen, so, wir fangen heute mal mit der Logistik an, alleine um zu sehen, wie dann die Kollegen reagieren. Genau, das probieren wir auf jeden Fall mal beim nächsten Projekt, ja. Wo sehen Sie da jetzt zum Ausblick kommend jetzt den akuten Forschungsbedarf? Also was sind so jetzt die Themen, die Sie da aktiv angehen, um diese Idee zu konkretisieren, zu validieren? Sie haben beschrieben, dass Sie da Lineback losgegangen sind. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich viel auch um Logistiktechnologien gehen, wäre zumindest mal meine Vermutung, wenn das Thema O-Zelle schon einen gewissen Reifegrad hat. Genau, also das große Thema wird jetzt natürlich diese einzelnen Annahmen zu verifizieren. Also wie gesagt, der eine Weg führt sicherlich über einen simulativen Ansatz, der andere Weg über einen Ansatz, einen Prototyp zu bauen, Dinge einfach wirklich mal echt auszuprobieren. Und da ist natürlich wie immer in der Forschung das ganz große Problem, die Finanzierung dahinter zu bekommen. Wir haben also sicherlich jetzt im Moment die Möglichkeit, damit zu starten. Dafür die Mittel sind da, die technischen Ausstattungen sind da, ein bisschen Personal ist da. Aber der nächste große Schritt wird sicherlich hier Partner, Forschungsgelder zu generieren, weil das alles als Gesamtsystem aufzubauen und zu verifizieren natürlich schon ein ziemlich großes Projekt werden wird. Und dafür ist jetzt, wie gesagt, der nächste Schritt, Partner zu finden und die Finanzierung auf die nächsten 4-5 Jahre sicherzustellen. Auch das in mehreren Stufen natürlich in die Zukunft gedacht. Also Stufe 3 oder 4 wäre dann die vorher angesprochene mal echte Fabrik irgendwo 2028 fortfolgende. Sehr gut. Also bin ich mal gespannt, wie schnell das realisiert wird, dass man mal so eine Prototypenfabrik hat und dann vielleicht auch irgendwann die echte Fabrik. Was sehen Sie als so die größte Herausforderung auf dem Weg dahin? Also ich habe jetzt gehört, das Thema Geld, ganz praktisch ist natürlich klar, das Ganze will finanziert werden. Gibt es noch andere Hürden, wo Sie sagen, da sind Sie gespannt, wie Sie die meistern? Der Vertikaltransport, wie wir den hinkriegen, ohne zu viel fixe Technologien. Also ich bin da eben im Moment gar kein Fan von Hebern und von Aufzügen und so weiter, weil die umzusetzen und zu skalieren ganz, ganz schwierig ist. Also Sie haben vorher auch ein wichtiges Thema, nämlich die Skalierung angesprochen, was ein riesengroßer Vorteil von unseren heutigen dezentralen Systemen mit LGVs und so weiter ist. Da sehe ich die Riesenchance drin. Aber dieser Vertikaltransport wird sicherlich eine Herausforderung, den Boden so zu gestalten. Sie haben vorher auch von diesen enormen Kosten des Aufständerns gesprochen. Also da Ansätze zu finden, das auch kostenrechnerisch interessant für die Entscheidungsträger zu machen. Weil das eine ist natürlich die technische Begeisterung. Das andere ist natürlich immer, dann kommt sofort die Frage, okay, und was spart es mir in Euro? Das ist sofort die zweite Killerfrage von den eher, sagen wir mal, wirtschaftlich geprägteren, kostenrechnerisch geprägteren Führungskräften. Und das wird sicherlich dann neben den technischen Themen die zweite große Herausforderung zu zeigen, dass das eben in vielen Bereichen, gerade in Stadtnähe und so weiter, hier auch Wettbewerbsfähigkeit wirklich von der Kostenseite her positiv beeinflusst. Und das ist sicherlich auch nicht einfacher nachzuweisen als die technische Funktionsfähigkeit. Ja, klar, ich glaube, das ist das, was am Ende auch erst in der Praxis wirklich gezeigt werden kann, wie die Kostenrealität dann auch aussieht. Und ja, Sie haben vorhin ja schon gesagt, die Flächeneffizienz, die ist schon in dem kleinen Maßstab nachweisbar. Und das glaube ich auch sofort. Gerade wenn man die Z-Achse nutzt, muss das zwangsweise ja ein Benefit sein. Aber dass man dann erstmal natürlich mehr Aufwand hat, wenn man die Z-Achse nutzt, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Deswegen sehe ich das auch als einen Knackpunkt, wirklich auch über die Effizienz nachher das Ganze zu rechnen und nicht nur über die Fläche, weil das ist natürlich schon auch die Frage, wie sieht so eine Kostenrechnung aus, über die Flächenkosten, Flächeneinsparungen nur zu gehen. Ich glaube, das wird schon happig. Da muss noch mehr dahinter sein, dass das Ganze wirklich auch sich finanziell rechnet. Ja, also diese Kombination dann wirklich nachzuweisen, technische Machbarkeit plus auch kostendeckend zu sein, diese Kombination gleichzeitig hinzukriegen, wird sicherlich das Spannende an diesem Projekt auch. Vielen Dank für den Einblick. Ich finde es sehr interessant, das auch so ein bisschen mitzuverfolgen. Bin gespannt, was wir da noch in Zukunft hören werden. Und
wünsche Ihnen da auf jeden Fall viel Erfolg jetzt in dem Forschungsprojekt, dass Sie da erfolgreich sind mit den Ideen, erstmal mit dem auch entsprechende Geldgeber und Partner zu gewinnen. Vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank von meiner Seite, dass wir darüber sprechen konnten. Und gerne, wenn wir die ersten Erfolge und die ersten Prototypen laufen haben, dann kommen wir uns gerne zum nächsten Podcast wieder zurück. Ja, sehr gerne. Dann komme ich mal vorbei und schaue mir das live an. Sehr gerne. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.